So, wir hätten es eigentlich geschafft. Also, ich habe mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Ich meine, 5 Stunden lang einfach nur in der Gegend rumwandern war jetzt auch nicht so cool. Schade eigentlich, weil ich hatte ein sehr cooles Erlebnis jetzt mit dem. Da waren 3 Alusaurier, dachten, sie könnten mich hier groß angreifen. Dann hatte ich einmal hier diesen Move am Start. Und zack, da war der Alu schon am Boden gelegen. Da hat so einen wunderschönen Salto gemacht, als er gedacht hat, er könnte mich von hinten angreifen. Aber da hat er sich geirrt. Nun denn, dann wollen wir doch mal jetzt gucken, wer der nächste ist. Das ist soweit dann der letzte Pflanzenfresser, den ich jetzt mache. Es gibt zwar noch andere, wie Ankylo, Stegosaurus und so weiter, aber ich möchte jetzt dann auch mal ein wenig Fleischfresser-Gameplay präsentieren. Also sobald das Video mit dem größten aller Langhälse aufgenommen wurde, was er jetzt dann passiert. So. Ist wunderbar, wie mich die ganzen Fleischfresser überhaupt nicht mehr anfassen wollen. Außer halt dieser eine Alu, aber ich denke, der hat einfach nicht gewusst, wie das Kräfteverhältnis hier so sich beläuft. Den habe ich eiskalt einen Schwanz in die Fresse geschlagen und dann war er tot. So, und jetzt machen wir hier den werten Poretasaurus. Was mache ich? Männlich? Weiblich? Männlich? Ah, ich mache weiblich. Das gefällt mir eher mit dieser bisschen dunkleren Farbe. So. Und wir sind da. Mein Gott, mitten im Wald gespawnt. Komme ich überhaupt raus? Okay, ich glaube, wir haben hier leichte technische Schwierigkeiten. Ich komme hier nicht raus aus dem Wald. Da werde ich mal kurz mal eben die Aufnahmen unterbrechen. Ein Admin fragen, ob der mich hier irgendwie rausbeamen kann oder so. Und dann würde ich sagen, sieht man sich gleich. So, es kann jetzt endlich weitergehen. Und zwar werde ich hier jetzt demnächst rausgeportet von einem Admin. Ich habe einen Admin kontaktiert. Ihr seht, dass es ein Weilchen gedauert hat, denn ich bin am Verhungern, Verdursten und alles ist relativ unten. Ich muss dann wirklich gucken, dass sobald ich hier raus bin, dass dann hier endlich mal was vorwärts geht. Sonst verhungere ich hier noch das Spiel. Ah! Und da ist er geportet worden. Schön. Ich schreib's mal in Global rein. Huch. Oder doch in Lokal? Na, ich mach's in Lokal. Ich hoffe einfach mal, dass das war. Oder dass das ist, da unten. Bewege ich. Okay. Ah, jetzt kommen wir langsam wieder in einen normalen Marsch voran. Sehr schön. Okay, ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach was zum Beißen. Ihr seht ja, ich bin jetzt momentan das größte Lebewesen in dem Spiel hier. Dementsprechend auch das langsamste. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich was zum Futtern bekomme und dann werde ich meine Wasserstelle aufsuchen. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Und da sind wir auch wieder. Und ich habe tatsächlich Wasser gefunden. Es hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich hierher marschiert bin. Habe auch zwischendurch ein paar Sträucher aufgegabelt. Ich hoffe jetzt, dass mich der Admin nicht wegportet. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, was so die Sache hier ansagt. Nein, die Lautstärke lassen wir bei netten 30.
Versuchen wir uns mal da durchzuquetschen. Alles klar, das funktioniert. Okay, dann hol ich mal vielleicht... Ist denn jemand in der Nähe? Ihr merkt schon, ich komme mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit hier an. Schlimm genug. Hat sozusagen für seine Unantastbarkeit sämtliche Geschwindigkeit abgegeben. Also hier greift mich keiner mehr an. Okay. Huch, was ist das jetzt schon wieder hier an der Seite? Ah, okay. So gut, dann jetzt noch den Happen, den ich nicht... Ah, jetzt hat. So, jetzt bin ich wieder halbwegs voll mit dem Mägelchen. Das wird jetzt gleich sehr spannend. Oh, da hinten, was läuft denn da? Da hinten läuft auch irgendwas, aber ich kann es nicht genau erkennen. Könnte ein Rex sein oder was? Auf jeden Fall läuft da hinten irgendwas. So, jetzt erstmal trinken. Wenn man sich so das Gameplay von dem ansieht, da würde man fast schon sagen, das ist ein Wurm, der durch die Gegend schlängelt. Oder eine Schlange. Genau, eine Schlange könnte das auch sein. Man sieht ja tatsächlich einfach nur diesen Kopf, der genauso breit wie sein Hals ist. Wir sind jetzt relativ arschlangsam. Wir können nicht rennen. Wir können uns nicht hinsetzen. Armer Tropf. Aber wir haben die absolute Gewalt über alles, was uns passiert. Also uns greift keiner mehr an mit dem Viech. Gar keiner mehr. Ach, ein Kanu, wenn ich mich nicht täusche. Der wird doch nicht ernsthaft versuchen, mich jetzt hier gleich anzugreifen, oder? Bleib, wo du bist. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja, ich weiß nicht, ob er es jetzt so besser erkennt. Oder so. Es ist beides schlecht. Diese Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Also sprich morgens und abends ist immer am schlimmsten. Weil da kann man weder die normale Sicht noch diese Nachtsicht da wirklich gut verwenden. Für Nachtsicht ist es zu hell und für die normale Sicht ist es zu dunkel. Ja, was willst du denn von mir, ha? Suchst du Stress? Den kannst du gerne haben. Ich bin mächtig genug. Oder hat er mir was geschrieben? Nein. Hat er nicht. Mal sehen, ob er das vielleicht falsch interpretiert, wenn ich hier so aufstampfe. Dort unten. Dort unten, genau. Dort drüben sehe ich auch noch ein paar Büsche. Dort könnten wir auch hin, aber ich habe mein anderes Ziel vor Augen. Denn, wie gesagt, ich möchte ja jetzt nach dem Gameplay von dem hier mal ein anderes Kaliber ausprobieren, und zwar Fleischfresser. Und dafür habe ich vorgesehen, mich an einer bestimmten Stelle umzubringen, um dann dort sozusagen einen kleinen Fleischvorrat anzulegen durch diesen riesigen Kadaver. Ja, ja. Komm doch her, wenn dich traust. Hast doch eh Schiss. Ja, dieses Gameplay wird jetzt nicht so lange von dem, weil, wie gesagt, mich greift keiner mehr an. Die haben alle Angst vor mir. Jeder in dem Spiel jetzt.
keiner würde so blöd sein und den hier freiwillig angreifen. Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Hansel, die da bestimmt auch eine Ausnahme machen und dann halt sich denken, ja, komm, greife ich an, den kriege ich klein. Am besten noch mit dem Velociraptor. So, ich glaube, jetzt ist es allerdings gut so. Und naja, das Gameplay hier ist jetzt langatmig wie warm. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal das Let's Play bei dem hier beenden. Und in der nächsten Folge dann werden wir endlich mal die Fleischfresser in Aktion sehen. Ihr dürft also gespannt sein. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao.